Mein Traum war es schon immer, auf der Bühne zu stehen und Menschen zu begeistern. Mit Musik berühre ich nicht nur die Herzen, sondern erlebe wahre Erfolgsgeschichten. Ich würde sagen, dass Musik mein Leben und das Leben vieler anderer positiv beeinflusst. Deshalb gehört Musik auf jeden Fall in unseren Alltag. Auf zwei Dinge kommt es an: den richtigen Ton treffen und Spontanität beweisen. Gerade wenn die Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt ist, wirst du mit Zuhören, Verstehen und Vertrauen zum Superstar. Wie in einer Band hat das Zusammenspiel im Team oberste Priorität. Die große Verantwortung, die du für Seniorinnen und Senioren übernimmst, muss auch lückenlos von Schicht zu Schicht weitergegeben werden. Hast du Lust, mit Improvisationstalent viele Fans zu begeistern? Dann nutze deine Bühne für einen abwechslungsreichen Traumberuf mit Sinn. Bewirb dich jetzt für die Ausbildung als Pflegefachmann oder für eine Ausbildung in der Altenpflegehilfe. Sängerinnen sind in unserer Band natürlich ebenfalls willkommen. Als Kind wollte ich unbedingt Profifußballerin werden. Und heute habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Was mir an meiner Arbeit so viel Spaß macht, nicht einzelne Zählen, sondern der Teamgeist. Wie beim Fußball. Um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, spielen wir uns die Bälle zu und versuchen jede Chance zu nutzen. Nur schießen wir nicht das Runde ins Eckige. Damit bei uns alles rund läuft, benötigen wir jedoch mindestens genauso viel Ehrgeiz, Taktik und Durchhaltevermögen. Die Menschen mit Behinderung sind dabei unsere größten Fans. Und wir tun alles dafür, sie zum Jubeln zu bringen. Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel. Möchtest du auch in der Top-Liga der sinnvollen Berufe mitspielen? Dann bewirb dich jetzt für die Ausbildung als Heilerziehungspflegerin, Heilerziehungsassistentin oder Arbeitserzieherin. Natürlich freut sich unser Team auch über männliche Mitspieler. Und wir Hauswirtschaftskräfte sorgen dafür, dass alles drumherum gut läuft. Denn ohne uns wären sie hier ziemlich aufgeschmissen. Mit 1000 PS als Rennfahrer durchs Leben düsen, was kann es Aufregenderes geben? Mein Job kombiniert Verantwortung, Spaß und Adrenalin pur. Jeder Tag beginnt von 0 auf 100. Sobald die kleinen Rennfahrer und Fahrerinnen ihre Runden drehen, ist Vollgas angesagt. Während sie die Welt spielerisch entdecken, schaut das ganze Formel-1-Team genau zu. Mit den Erkenntnissen aus den Testrunden werden die Kinder individuell für das große Rennen vorbereitet. Sobald sie das Ziel erreichen, haben sie den optimalen Grip fürs Leben. Dann schlottert die kleine Flitzer auch nichts mehr so schnell aus der Kurve. Natürlich gibt es auch mal einen Crash. Da heißt es einen Kühlkopf bewahren und schnell reagieren. Mit einem kleinen Boxenstopp und der richtigen Motivation geht's aber gleich wieder an den Start. Du suchst einen Traumberuf mit Sinn und hoher Drehzahl? Bewirb dich jetzt für die Ausbildung als Erzieher und sichere dir einen Job in der Pole Position. Natürlich dürfen bei uns auch gerne Frauen das Rennen machen. Als Astronautin bis zum Mond und wieder zurück. Das war immer mein großer Traum. Und heute entdecke ich die Welt in einer ganz anderen Perspektive. Von Weitem betrachtet sieht vieles gleich aus. Doch in meiner heutigen Umlaufbahn wird mir klar, mit Leichtigkeit durchs Leben schweben ist vielen Menschen gar nicht möglich. Was für mich ein kleiner Schritt ist, kann für Menschen mit Behinderung, für Kinder oder für Seniorinnen und Senioren ein großer Sprung sein. An meinem Platz am Cockpit bin ich gut vernetzt und sorge dafür, dass unsere Teams ihre Mission optimal erfüllen können. Hier sind oft schnelle Reaktionen und Handlungen gefragt. Das macht den Arbeitsalltag spannend und der Zusammenhalt in unserem Team ist astronomisch. Auch wenn mir mal ein Fehler passiert, werde ich nicht gleich auf den Mond geschossen. Magst du auch in die Sphären der Traumberufe mit Sinn aufsteigen?
Dann bewirb dich jetzt auf unsere Ausbildungsplätze in der Verwaltung oder auf ein duales Studium, um Menschen zu helfen, die Menschen helfen. Du bist nicht ganz sicher, was zu dir passt, dann machst du erstmal ein FSJ.